Jo, Freunde, fliegt Motorsportunterhaltung. Seid ihr grüßt heute hier ein gediegenes Röntchen auf Lago Maggiore. Unterwegs in der Gruppe 4 Kisten. Wir fahren hier in Audi TT. Und ja, mal schauen, was hier so abgeht. Hoffen natürlich, dass es möglichst fair und sauber abläuft und dass es ein, zwei Plätze nach vorne geht. So weit der Wunsch. Natürlich auch nichts dagegen, wenn es ein paar mehr sind als zwei, drei Plätzchen. So, erster ist ja der Barons Pussy. Vorsichtig machen, wir können abräumen. Neue Audi hier mit untersteuern. Oh ja, hat schon mal jemand irgendein Problemchen? Fährt sogar jemand die Bugatti? Respekt und mutig dafür auf jeden Fall. Also wie es ausschaut, wenn ich mir das Zeitentableau so anschaue, so wie es ausschaut, wenn ich mir das Zeitentableau anschaue, also hier ist der RCZ und der Scirocco noch deutlich schneller als der Audi TT. Aber wir probieren es trotzdem, da irgendwie mitzugehen. Also er muss vielleicht das 1, 2 Zehntel oder so Unterschied. Das ist nicht die Welt. Oh, schönes Manöver vom Spanier. Ich schlüpfe auch mal gleich innen durch. Und untersteuern. Na, Digi, jetzt außen, da wollte ich gerade sagen, kannst du ja noch irgendwann zurückstecken, wo. Hier mit dem Bugatti, also echt Respekt dafür, dass er sich jetzt mit der Karre hier rumquält. Er ist nicht wirklich schnell hier. Oh, sorry. So, ja, da hat er schön abgefangen. Uiuiui. Das Doppelrollmanöver. Mal schauen, ob es gut geht. Respekt. Auch an dem Bugatti-Fahrer sehr fair mitgespielt. Ein Berghoch für den Audi TT anscheinend ein bisschen der Bums. Ah, da wollte ich ihm den Platz lassen, müsste lieber vom Gas gehen. Bis jetzt haben wir alle fair mitgespielt. Dann mache ich da auch fair weiter mit. Oh ja, ist richtig schnell mit dem Bugatti. Respekt dafür. So, jetzt hat er eure Untersteuerung. Das Jahrhundert. Uiuiuiuiui. Oh, sorry. Bis jetzt echt alle hier sehr respektvoll miteinander. Warum? Warum denn nicht öfter sowas? Ohne Witz, warum nicht öfter sowas? Ja, okay, gut, das ist klar. Oh. Geht auf jeden Fall munter zur Sache. Wird ja einfach so langsam hier auf der Geraden.
dafür unfassbar schnell in der Kurve der Alpha. Das ist kranker Shit, den wieder wegfährt. Und dafür jetzt auf der Geraden. Alter, dieser Unterschied zwischen Kurven auf den Geraden. Bin ich 85. Auch kann er von Glück reden, dass ich da mitgespielt habe. Jeder andere wäre ihn hinten drauf gekracht, glaube ich. Aber ich muss sagen, die Lackierung ist echt sexy hier. Der Quersteher von den Kollegen. Ah, schade. Wir hoffen, dass hier vorne irgendjemand einen Fehler macht. Dass wir noch einen Platz gut machen könnten. Egal, Platz 11 wäre auch in Ordnung. War ja bis dahin du ein ganz unterhaltsames Rennen, glaube ich. Und da vorne wird auch wieder Mutter gefightet. Schade ist das Rennen zu Ende. Es hätte ruhig noch zwei, drei Runden gehen können. Das Rennen noch zwei, drei Runden gegangen wäre echt eine schöne Fights dabei gewesen. Egal, Platz 11 ist auch noch okay. War näher dafür worden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Macht's gut, haut rein. Ciao.